Wenn ihr wissen wollt, ob wir heute einen reinsetzen können, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Heute zweiter Teil Projekt Klohäuschen im Wald. Wir wollen das Ding fertig machen und mal so richtig schön einen reinsetzen. Was muss noch gemacht werden? Ganz grob: Tür, das Klo an sich innen drin, Innenausbau. Und ein Waschbecken. Wir sind ja keine Ekelmenschen. Genau. Vielleicht Boden, vielleicht den Weg dahin. Also alles in diesem Video ist auf jeden Fall fertig. Also let's go! Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise haben schon ein bisschen dran gewerkelt. Was haben wir gemacht? Wir haben Stützen eingebaut, denn es hat ja noch, es war sehr wackelig und in die Richtung wackelt es jetzt durch Dreiecke nicht mehr. Wo es aber noch wackelt, ist in die Richtung und deswegen wird jetzt hier noch eine Stütze eingebaut und genau das machen wir jetzt. Vorbereitet haben wir es jetzt und jetzt kommt die Anpassung. Oder die Einpassung? Die Schmeinpassung. Schön vorsichtig. Alter. Ja, passt doch. Zwei Nägel rein und dann ist das schick, dann müsste es eigentlich genug versteift sein. Dann müsste es jetzt ja schon, vom Prinzip her. Ja, ja, also reicht. Vorne noch nicht, ist ja klar. Vielleicht machen wir vorne hier oben so, Kleen, so eine Versteifung, wa? Oder so, ja. Ja, ich müssen wir wahrscheinlich machen. Die Wetterseite ist leider eh da, wo ihr jetzt steht quasi. Also wäre eh cool, wenn wir hier vorne noch ein bisschen zumachen oder ein Brett oben oder so. Ja doch, ich glaube, sonst regnet es dir voll auf den... Auf den Sack beim Winkeln. Ja, genau das. Ich geh hier raus, das hält ja keiner aus hier drin. Oh. Aber wenn ich das so sehe, das ist eine gute Höhe. Ist das ein Prügel von Hammer, ey. Ist das geil. Oh. Oh. Der wird doch kommen. Der wird doch wieder kommen. Nein, warte. Na gut, gerade noch so gerettet, Alter. Boom. Der schöne Hammer. So, Freunde, die Stützen sind dran, links, rechts und hinten. Ja? Wackel mal, Gerrit, wackel. Ja, also klar, ist nicht so stabil. Minimal. Ganz auch nicht so tief eingegraben wie sonst. Und da. Ja, aber es reicht viel uns. Besser. Ich meine, es ist halt auch nur ein Scheißhaus, ne? Es ist nur ein Scheißhaus. Juti, jetzt widmen wir uns dem Sitz, dem Klositz. Und dafür ziehen wir den Balken, der leider zu hoch ist, hier unten quasi nochmal ein. Auf beiden Seiten. Das bereitet Andi da jetzt hier auch gerade schon vor. Ja, und, ja, oh, das ist jetzt Alter, hell, wie geil sieht das aus? Hier. Guck mal, die Jahrringe, Holz. Ja, wenn wir einen zweiten haben, dann werden die ja zwischen geballert. Nächster Schritt, Freunde. Die Dinger sind jetzt drin und darauf... Ja, legen wir die anderen Dinger und darauf kommt dann das Hauptding, aka Klodeckel. Das Ding-Ding. Das Ding-Ding, genau. Und deswegen werden wir jetzt erstmal schön hier absägen und ein bisschen entrinden. Jetzt wird es hier einmal schön glatt gezogen. Oh, geht das gut. Das wird gut für den Poppers. Ja, ihr seht es ja hier, wollen wir eine schöne gerade Kante ran machen. Da einfach rum. Ja. Batz. Leute, es war ein Gefriemel. Und dadurch, dass es die Montage eines handelsüblichen Toilettensitzes war, haben wir das jetzt einfach mal außen vor gelassen. Da ist das Ding. Und ich möchte meinen... Du scheißt da jetzt rein, Junge. ...dass man hier sich jetzt sitzen und kacken kann. Alter, die Höhe ist gut. Die ist perfekt. Hör mal auf. Ja, weißt du, da kannst du jetzt auch mal hier schön, wenn du auf Druck unterwegs bist, einen reinsetzen. Kannst du aber auch ganz entspannt so... Oh. Geil, Alter. Ja, also haben wir gut gemacht. Auch mal bauen wir im feinsten Wetter. Ja, richtig, top. Macht mir ja nicht zornig. Die Jacken halten, zeig dir schon. Auf jeden Fall, was ihr jetzt gleich seht, ist ein schöner Zeitraffer mal wieder. Und zwar, wie wir die Tür zusammenhauen. Genau. Wird ein bisschen tricky, wie wir die dann befestigen. Sollen wir mal gucken? Ja, aber das kommt ja erst danach. Das ist nicht unsere Sorge. Also Zukunft noch nicht. Viel Spaß euch zwei.
Zappenduster ist es. Ihr seht es, Freunde. Oder auch nicht. Die letzten Hammerschläge werden gemacht. Die Tür wird gerade mit den Scharnieren festgemacht. Wir konnten es nicht filmen, es tut uns leid, es ist wie es ist. Das war's. Ja, und ich würde sagen, morgen früh zeigen wir euch dann die Tür und machen den restlichen Ausbau. Das sieht man jetzt einfach nicht mehr. Boom! Na dann, bis morgen. Wartet, zieht euch das rein. Sie fällt zu, ne? Richtig. Sau nice. Freunde, nächster Tag und jetzt mal gleich Erfahrungsbericht, ja? Ja. Also jetzt reden wir jetzt gerade nicht, Gott sei Dank. Dreimal auf Holz geklopft, Alter. Revolution Race. Alter, haben uns die Sachen trocken gehalten und warm. Das war ja wirklich gestern Extremtest, muss man mal echt so sagen. Dauerhaft Regen hatten wir schon öfter und was soll man sagen, wir sind trocken. Ja. Was hast du für eine Jacke? Ich habe die Hyper Jacket, muss man aber auch ganz klar sagen, dass quasi der Nässeschutz nur bis zu diesem Bereich geht. Das ist quasi wie so ein Bolero. Ja, also für leichte Regenschauer. Genau. Und ich habe quasi eigentlich eine Winterjacke, die zusätzlich einfach die Nässe draußen lässt. Genau, die Iglo Jacket ist die Iglo Jacket, ne? Genau. Ja. Und was man bei der Jacke aber auch sagen muss, da wo Regenschutz war, war ich auch trocken. Ja. Und das war wirklich wie so eine Kante hier. Ja. Und ich einfach komplett, ich meine, ich habe hier eine downgefüllte Jacke, mir ist so warm, Alter, ist richtig, richtig gut auf jeden Fall. Ja, wenn ihr auch Bock habt, mal die Klamotten von Revolution Race auszuchecken. Ja, jetzt gerade vor Weihnachten, nettes Geschenk. Einfach jetzt hier unten auf den Link in der Videobeschreibung. Mit welchem Code können Sie noch sparen, Andi? Naturensinne 15, nochmal 15% auf alles. Vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt machen wir mal weiter. Und was muss gemacht werden? Die Tür muss schick gemacht werden, ja? Wir haben ja hier alles genagelt. Und wir dachten uns so, Alter, wenn wir jetzt quasi die Dinger hier noch ranmachen, sieht schon cool aus, ne? Ja, sieht geil aus. Als ob das dann so eine Holzscharniere sind, ja? Das gefällt uns und die kommen jetzt ran. Mach sie fester, Andi! Mach sie fester! Das ist jetzt wie bei so ein Rad. Tada! Sieht schon mal viel, viel besser aus. Was fehlt noch, Freunde? Ihr habt es viel in die Kommentare geschrieben. Ein Herz und eine Türklinke. Das passiert jetzt. Viele haben sich jetzt gedacht, die Jungs wollen doch jetzt bestimmt einfach nochmal da ausstemmen. Nö, sind wir zu faul für. Und außerdem haben wir was viel Geileres gefunden. Und zwar das. Es ist quasi ein Baumstamm, der gewachsen ist wie eine Herzform. Den werden wir jetzt schön ins Feuer schmeißen, einmal schwarz machen und dann drauf machen. Feuer läuft, dann kommt der kleine Aal jetzt einfach mal da drin. Der Holzchip. Schön, schön. Am Ende vergessen wir das Ding. Zack, verkohlt. Herz weg. Und das Herz wird rangetängelt. Wir hoffen, es zerbricht nicht. Oh Gott. Sieht gut aus. Schön gerade halten jetzt. Ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, super. Das ist ja geil, Alter. Da gehen wir nochmal Kohle rüber, dann sieht man das. Ey, wie akkurat dieses Herz ist. Guck es mal an. Wir haben jetzt zwei Griffe gefunden. Ha, sieht auch nicht aus wie ein Griff, wird aber einer. Und die müssen jetzt noch ein bisschen bearbeitet werden. Der Winkel muss noch angepasst werden, die Knolle muss noch weg und ein bisschen geschnitzt, damit es einfach ein bisschen glatter und schöner ist. Ja, mal gucken, wie es wird. Ja, wie wird's schon? Fantastisch! Fantastisch! Das sind die Dinger, 1A Türgriffe und die werden jetzt montiert. So, es ist fertig. Hier, erste Türklinke. Zack, oder Türgriff. Man kann es aufmachen. Dann der zweite von innen, schön stabil, kannst du richtig schön die Hand rummachen, ja. Und, was ist das? Da müssen wir mal reinkommen. So, Freunde. Zack. Ja, und hier. Kurz mal zumachen. Ja, jetzt kommt der Gerrit nämlich hier nicht rein. Und ich kann das tun, was man tun muss halt. Richtig gut, ey. Schön Bob in die Bahn jagen. Richtig. Und jetzt noch ein bisschen Innenausbau. Wir machen unser Konstrukt hier immer instabiler, indem wir Löcher bohren. Aber so ein guter Toilettenhalter, Klorollenhalter, muss auch schon sein. Ja, ohne ist ja kein Klo, ne? Also, eben. Gar nicht. Hättest du doch bloß jetzt eine Klorolle. Da haben wir was vorbereitet, Freunde. Ist ja geil. Sogar ein bisschen drin, wa? Würde ich auch, ja. Umso so weit kürzer, wie geht. Ja.
Ja, haben wir mit Absicht so schräg gemacht, weil sonst rollt das ja immer so runter, weißt du? Verstehst du? Verstehst du das da? Verstehst du das da hinter deinem Bildschirm? Soweit, soweit. Jetzt haben wir hier, habt ihr eben Zeitraffer gesehen, einmal schön ein paar Brettchen gemacht, damit man da Sachen drauf ablegen kann. Und da unten drunter steht schon die große Buddel. Und da arbeiten wir dann einfach mit so Sägespänen, mit Schreu. Das wird dann unten reinkommen, darauf macht man natürlich Schäft und dann bringt man das danach in die Wildnis. So der Plan. Das Ding plus Wegeingrenzung. Die Tür geht wieder auf. Ist fertig. Ja, komm, komm's raus. Wer sind sie? Er sieht richtig gut aus. So, und dann geht man einfach da rein. Und dann, verrichtet man sein Geschäft. Wie das genau jetzt funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, ja, naja, Freunde, das seht ihr jetzt. So, Andi, wie läuft der Aal jetzt hier im Ernstfall? Im Ernstfall finde ich gut. Naja, wir haben es ja schon mal fast gezeigt. Ich würde mich jetzt hier einschließen, damit Gerrit mich nicht nervt beim... Ja, genau. Ich steck dann immer so Stöckchen hier durch die Lücken. Oh mein Gott, jetzt passiert's! Ja, hier ein Behälter, Sägespäne, ja, feinste Sägespäne, wo ein Mensch reinkacken wird. Leute, zieht euch das mal rein. Aber ey, so ist es. Tut man nicht so, als ob es ein ekliges Thema ist, weil wir müssen das alle machen, oder? Ja, ich geh nicht kacken. Ihr geht auch zu Hause, ha? Meinst du? Oder ihr platzt irgendwann einfach, keine Ahnung, wie ihr das macht. Naja, dann setzt man sich hier schön hin. Ja, mal es uns mit Worten, Andi. Drückt und dann ist es vorbei. Ja, weil Urin machen wir draußen, urinieren machen wir draußen. Urinieren vor allem. Ja, weil... Ja, ist nichts gut, muss nichts sein. Also wenn ein paar Tropfen, Freunde, ist kein Thema. Ist das ein Thema? Ein paar Tropfen sind okay, ja, aber wenn der Großteil draußen bleibt, ist schon. Aber bei uns hat es gar keinen Sinn, wenn wir hier... ne? Ja, weil beschmaddelt ja auch potenziell den Top da mehr. Allerdings. Ja, deshalb. Ja, naja, aber so läuft es. Auf jeden Fall kann man da jetzt reinmachen und dann Streu noch raufmachen. Und dann, irgendwann muss man das halt lernen, aber das ist. Ja, ist cool. Stinkt dadurch nicht, weil es eine Trenntoilette sozusagen ist. Was will man mehr? Man hat seine Ruhe hier, windgeschützt, bisschen windgeschützt, wassergeschützt. Ja, und ist einfach mal alleine am Stück. In diesem Sinne gehe ich jetzt mal direkt einen Bob in der Bahn schieben. Wir sehen uns gleich. Oh Gott! Und jetzt wie mal eine Frage an euch. Was fehlt euch hier bei dem Ding? Schreibt's einfach in die Kommentare. Das Scheißhaus ist fertig. Rückblickend hätte man das wahrscheinlich einfach schon mal ein bisschen früher gebraucht. Aber jetzt können wir auf jeden Fall richtig einen weg sein im Wald. Nächstes Wochenende geht's dann mit dem Stelzenhaus weiter. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann sehen wir uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin, ciao! Du kannst mich nicht ausschalten! Niemals! Rein da jetzt mit dir!